Willkommen zum neuen Video. Heute reden wir über Union, Difference und Intersection. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet zwei Objekte. Und man könnte sich jetzt denken, ja, das ist jetzt schon ein Objekt, das einfach diese Form hat. Aber genau genommen sind es jetzt gerade zwei. Und wir brauchen jetzt aber oder wollen dem Programm sagen, dass wir es als einzelnes Objekt interpretieren wollen. Wir gehen hierzu auf Union. Hier Union bei den Boolean Operations und tippen das hier ein. Wir haben jetzt hier die Vorlage erstellt. Und wir haben jetzt quasi hier Union, runde Klammer auf, runde Klammer zu. Danach kommt die geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und innerhalb dieser Klammerumgebung haben wir für gewöhnlich zwei Objekte. Das eine ist hier in dieser Zeile beschrieben, das andere ist hier beschrieben, also jeweils bis zum Semikolon. Und dadurch, wenn wir es jetzt erstellen, sehen wir es hier für uns in der Vorschau hier, ändert sich nichts. Also ich glaube, wir würden es ja gar nicht beobachten können von außen. Aber im Programm könnten wir jetzt halt hier oben das Ganze als kompletten Bereich verschieben. Also das wird später interessant sein, wenn wir quasi mit dem Moduloperator noch arbeiten. Wo es jetzt einen größeren Unterschied macht, ist, wenn wir beispielsweise Differenz betrachten. Jetzt sehen wir, dass es hier rausgeschnitten wurde. Also Differenz nimmt jetzt das erste Objekt und ich sage jetzt mal, zieht dann das zweite Objekt hier ab. In der Vorschau hier sieht es aus, als ob noch eine grüne Fläche hier unten wäre. Das liegt aber jetzt nur an der Art und Weise, wie das Programm arbeitet. Das heißt, hier wird dieses Vorschaufenster nicht alles perfekt berücksichtigen. Wenn wir jetzt aber beispielsweise hier auf Vorschau klicken, rechnet der Rechner es einmal durch und wir bekommen eine genauere Vorgabe. Also das Ganze können wir jetzt auch noch viel feiner machen, wenn wir jetzt hier noch sagen, und wir sehen jetzt hier, dass es viel stärker abgerundet ist. Und dadurch wäre der Druck später auch noch viel genauer. Aber sowas brauchen wir im Moment noch nicht. Okay, damit haben wir auch diesen Operator behandelt. Ebenfalls interessant ist noch Intersection. Und wir erhalten hier dieses Objekt, also das, was hier die Schnittmenge bildet. Was jetzt noch interessant sein könnte, wenn wir jetzt beispielsweise hier unsere Raute setzen, können wir sehen, aus was das hier rausgeschnitten wurde. Oder setzen wir hier auch noch eine Raute. Okay, das funktioniert nicht. Sehen wir, wie der ursprüngliche Zylinder aussieht, den wir quasi von dem Körper hier wegnehmen. Also den Bereich, den wir hier rausnehmen. Okay. Damit ist die aktuelle Lektion auch beendet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.